Hallo ihr lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Die liebe Fabienne vom Kanal Japan Connect, ihren Kanal verlinke ich euch sehr, sehr gerne unten nochmal in der Infobox, schaut gerne mal bei ihr vorbei, hat mich getaggt und zwar für den wunderbaren Buch Sucht Tag. Dafür möchte ich mich ganz recht herzlich bei ihr bedanken, dass sie an mich gedacht hat. Und ich möchte euch natürlich sehr gerne die 12 Fragen von diesem Tag beantworten. Ich finde ja den Namen des Tags so wunderbar, weil in uns Bookaholics steckt ja immer so eine kleine Sucht nach Büchern, natürlich im positiven Sinne gemeint. Und ja, also wirklich süchtig kann man natürlich wahrscheinlich nicht nach Büchern werden, so im klassischen Sinne, aber so ein ganz kleines bisschen. Ja. Also, fangen wir an mit der ersten Frage und die erste Frage möchte gerne wissen, wie lange kannst du ohne Buch? Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich, weil es abhängig ist von der Geschichte. Also wenn die Geschichte mich tatsächlich bis in die Zehenspitzen fesseln kann, dann ist es so, dass ich eigentlich jeden Tag lese und auch ja, etwas länger lese und dann halt, ja, ich es ungern möchte, dass ich einen Tag ohne Lesen verbringe. Und wenn die Geschichte mich nicht ganz so sehr packt, die ich gerade lese, dann kann es schon mal passieren, dass ich einen Tag habe, wo ich nicht lese, beziehungsweise wo es mich nicht so sehr zum Buch greift, aber zum Buch zieht. Aber nichtsdestotrotz lese ich eigentlich jeden Tag. Also ich versuche tatsächlich jeden Tag eine Stunde mindestens zu lesen. Natürlich auch gerne mehr, aber so eine Stunde ist eigentlich so das Mindestmaß, was ich jeden Tag versuche, meine Nase in Bücher zu stecken. Die zweite Frage möchte von mir wissen, wie viele Bücher hast du immer bei dir physisch und auf einem Gerät? Auf einem Gerät, also wie zum Beispiel einem E-Book-Reader, eher seltener, weil ich nicht so hundertprozentig der E-Book-Reader-Leser bin, wenn man das so sagen kann. Ich brauche irgendwie das Gefühl von einem physischen Buch und mir gibt das irgendwie mehr als ein E-Book-Reader. Aber ich verteufel den E-Book-Reader tatsächlich nicht so, also ich verteufel ihn einfach nicht, weil ich finde, dass man mit ihm eigentlich auch wunderbar lesen kann. Aber ja, ich brauche irgendwie das Buch in der Hand. Ich habe auch einen E-Book-Reader und der hat mir schon das ein oder andere Mal ja geholfen, tatsächlich in ein Buch reinzuschnuppern und dann ja, zu wissen, ob das Buch tatsächlich was für mich ist oder nicht. Und ja, ansonsten habe ich eigentlich fast immer ein physisches Buch mit in meinem Rucksack oder in meiner Tasche, weil ja, es gibt immer irgendeine Situation, vor allem wenn man alleine unterwegs ist, dass man doch nach einem Buch greifen kann. Vor allem wenn man so mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährt oder so, das finde ich immer ganz angenehm, dann ein Buch zur Hand zu nehmen und zu lesen und die Wartezeit so mit Lesen zu verbringen. Und ja, jetzt zu den jetzigen Zeiten ist es eher so, dass ich ja nicht mehr so ganz so viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, aber das Buch nehme ich trotzdem immer mit, vor allen Dingen dann, wenn ich halt immer irgendwo Wartezeiten habe, Arzt oder irgendwelche Behördengänge oder was auch immer. Manchmal ist es aber auch so, wenn das Buch allzu dick ist, dann überlege ich es mir schon, ob ich das Buch mitnehme, weil ja, umso schwerer das Buch ist, umso mehr geht es ja dann auf den Rücken oder auf die Tasche. Und ja, da überlege ich es mir schon, aber meistens gewinnt dann doch der Gedanke, dass ich lesen könnte. Die dritte Frage. Behältst du alle Bücher oder gibst du auch Bücher weiter, um Platz für neue zu schaffen? Früher war es tatsächlich so, dass egal ob mir das Buch gefallen hat oder nicht, dass ich das Buch im Bücherregal gelassen habe. Weil ich es immer schön fand, wenn alle Bücher, die ich gelesen habe, im Bücherregal tatsächlich stehen. Mittlerweile ist es aber auch so, dass ich die Bücher, die mir nicht gefallen, aussortiere. Das fällt mir mittlerweile viel, viel leichter als früher, weil ich ja wie gesagt den Gedanken hatte, dass ich gerne alle Bücher, die ich jemals in meinem Leben gelesen habe, im Bücherregal stehen haben möchte. Aber von dem Gedanken bin ich einfach weg, weil man ja irgendwann auch ja, Platzprobleme bekommt und auch ich finde, dass man die Bücher, die man so gar nicht mag, tatsächlich auch ziehen lassen kann. Und vielleicht macht sie ja jemand anders glücklich und dann hat das Buch wenigstens noch seine Daseinberechtigung und nimmt bei mir im Regal nicht Platz weg und ich kann diesen Platz dann mit einem Buch füllen, das mir besonders gut gefallen hat oder beziehungsweise überhaupt gut gefallen hat.
Die vierte Frage möchte wissen, wie lange verweilst du normalerweise in einem Buchladen? Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich und zwar hängt es davon ab, ob ich ein Buch, also ob ich speziell in eine Buchhandlung gehe, um ein Buch zu kaufen, also wirklich mit, ich möchte Buch XY kaufen und dann gehe ich hin, hole mir das Buch und gehe oftmals auch schon zur Kasse und schaue nicht nochmal explizit rum. Ich gehe zwar immer meine gleiche Runde, auch wenn ich ein spezielles Buch gerne möchte, aber in der Regel geht das dann schneller. Wenn ich jetzt einfach nur so in die Buchhandlung gehe, weil es mich einfach mal wieder in eine Buchhandlung zieht, dann kann es schon sein, dass ich so, naja, so 10 bis 20, 30 Minuten im Buchhandel verbringe und danach Bücher stöbere. Und ja, dann das ist so, denke ich mal, so das Richtmaß, was ich dann da so brauche an Zeit. Aber das ist auch ganz, ganz unterschiedlich und es hängt auch ganz stark davon ab, wie viele Leute natürlich im Buchladen sind und was ich für ein Gefühl gerade in dem Moment habe. Also wenn ich mich wohlfühle, dann natürlich umso länger und ja, umso mehr los ist, umso unwohler fühlt man sich ja, weil man ja dann auch ein bisschen aufpassen muss, was die Leute links und rechts um einen herum machen. Und von daher ist es immer sehr, sehr unterschiedlich. Und mittlerweile ist es so, dass ich sogar so diese Gänge in die Buchhandlung vermeide, also wo ich einfach so vom Einkaufen komme und dann einfach nochmal in die Buchhandlung gehe, dass ich die vermeide, einfach weil ich ja aktuell noch in meinem selbst auferlegten Buchkaufverbot bin und ich mich nicht, ja, künstlich in die Versuchung führen möchte. Und von daher versuche ich tatsächlich diese Buchhandlungsbesuche zu vermeiden, auch wenn es mir sehr, sehr schwer fällt. Die fünfte Frage. Wie viel Zeit pro Tag verbringst du tatsächlich mit Lesen? Also ich versuche wirklich jeden Tag mindestens eine Stunde zu lesen, vor allen Dingen die Stunde auch so zu verbringen, dass ich auf kein technisches Gerät schaue, also auf kein Handy, auf keinen Laptop oder Fernseher oder was auch immer, wirklich losgelöst von jeglichen Bildschirm. Und diese Stunde versuche ich tatsächlich dann auch immer mit Lesen zu verbringen. Also eigentlich immer eine Stunde mindestens und dann kann es natürlich auch immer noch mehr werden, aber das ist so die Mindestzeit, die ich tatsächlich verbringe. Also versuche, es klappt natürlich nicht immer, mal kommen auch Termine dazwischen oder mal hat man einfach keine Lust zu lesen, aber so, das ist das Mindeste, so eine Stunde. Ich fahre damit eigentlich tatsächlich ganz gut, so nach meinem Job, nach meinem, ja, meinem Arbeitstag, einfach zu versuchen, nicht nochmal auf den Bildschirm zu gucken und so ein bisschen die Augen zu schonen. Da habe ich gemerkt, da fahre ich ganz gut damit und seitdem, ja, ich glaube, ich mache das jetzt schon so ein, ich würde sagen, ein Jahr. Und das tut mir tatsächlich sehr, sehr gut. Die sechste Frage. Wo steht die Aufgabe, ein Buch holen auf deiner eigenen To-Do-Liste? Das steht eigentlich, ehrlich gesagt, nicht mehr auf meiner To-Do-Liste. Früher als Studentin war das natürlich noch viel, viel präsenter, einfach weil man auch die Bibliothek mehr genutzt hat, weil man ja mehr Fachbücher benötigt hat. Und da stand dann schon mal auf der To-Do-Liste drauf, Buch holen XY aus der Bibo oder aus dem Buchhandel oder wo auch immer her. Aber mittlerweile steht das eigentlich gar nicht mehr so auf der Liste, außer ich habe jetzt vielleicht ein Geschenk oder so, wo ich ein Buch kaufe oder wo ich mir ein spezielles Buch kaufen möchte und das sehr, sehr zeitnah lesen möchte, dann vielleicht. Aber das ist eher seltener geworden. Ich glaube, dass das auch mit fortschreitendem Alter wahrscheinlich auch immer seltener wird, weil ein Buch, ja, Buch holen so richtig, da muss man ja dann auch nicht mehr. Also außer man hat sich jetzt ein Buch vielleicht auch in der Bibel vorbestellt, dann vielleicht schon, aber ich schreibe auch ehrlich gesagt relativ wenig To-Do-Liste, weil das, was ich zu tun habe, habe ich eigentlich in der Regel im Kopf. Ja, ich denke, das ist die Antwort auf die sechste Frage. Die siebte Frage möchte wissen, wie viele Bücher besitzt du schätzungsweise inklusive E-Books? Also E-Books habe ich nicht viele, das sind vielleicht maximal so ja, 10 Stück, wenn es hochkommt. Und tatsächliche Bücher, also ich würde fast sagen, ja, irgendwas zwischen 200 und 400 Büchern. Ich vermute, dass ich mich sehr, sehr stark verschätze. Genau weiß ich es gar nicht, aber weniger als 200 Bücher sind es, glaube ich, nicht. Ja, man vertut sich da immer sehr, sehr stark und wenn ich in meine Regale gucke, es könnten sogar auch noch mehr als 400 sein. Also ja, ich weiß es nicht genau und zählen, ja,
Aber es wäre schon eine ganz schöne Herausforderung. Ich glaube, wenn ich mal wieder umziehen würde, was ich natürlich nicht hoffe, dass ich das irgendwann nochmal muss, würde ich glaube nochmal zählen. Aber so aktuell, ja, ist das glaube ich so die Anzahl der Bücher, so 200 bis 400 Bücher. Die achte Frage. Wie oft erwähnst du Bücher in Gesprächen? Das kann man, glaube ich, ganz gut in zwei Kategorien teilen. Und zwar die eine Kategorie sind Menschen, wo ich weiß, dass sie keine Bücheraffinität haben oder beziehungsweise nicht sehr viel lesen, dann tatsächlich eher weniger und beziehungsweise bis gar nicht. Weil wozu soll ich mit Menschen über Bücher sprechen, die kein Interesse an Büchern haben? Dann macht es weniger Sinn. Ich meine, man will ja auch selber immer nicht über Dinge sprechen, wo man überhaupt gar kein Interesse hat. Das ist auch völlig in Ordnung. Vielleicht erwähne ich dann mal hier eine Buchempfehlung oder so oder ein Buch, was mich gerade sehr, sehr beschäftigt. Dann spreche ich schon mal drüber, über ein Thema direkt. Vielleicht jetzt nicht direkt über das Buch, aber über das Thema. Und dann die zweite Kategorie sind natürlich Menschen, wo ich genau weiß, die haben genauso eine Leseleidenschaft wie ich, dass man da direkt wirklich über Bücher spricht und da sich auch wirklich austauscht. Und ich mag auch diesen Austausch mit Menschen, die genauso gerne lesen wie ich, sei es über jetzt hier YouTube oder Instagram oder halt wirklich Menschen, die ja jetzt im Real Life da sind, sage ich mal, beziehungsweise die man von Angesicht zu Angesicht sieht. Also das ist wirklich so zwei Kategorien. Ich habe wirklich sehr, sehr viele Freunde, die gar nicht lesen, die mit anderen Dingen beschäftigt sind und das ist auch völlig in Ordnung. Und natürlich die anderen Freunde, die halt Bücher sehr gerne in die Hand nehmen und lesen und mit denen spreche ich dann einfach mehr. Die neunte Frage. Welches ist das seitenstärkste Buch, das du zu Ende gelesen hast? Das seitenstärkste Buch, was ich hier habe und auch zu Ende gelesen hat, ist auch mein dickstes Buch in meinem Regal. Und der eine oder andere wird wahrscheinlich jetzt schon wissen, welches Buch ich meine. Und zwar ist das 4321 von Paul Auster aus dem Robert Verlag. Dieses Buch hat insgesamt 1260 Seiten. Also ist wirklich das seitenstärkste Buch, was ich in meinem Regal habe und auch gelesen habe. Und für was ich euch nur meine Leseempfehlung aussprechen kann. Hier spielt Paul Auster mit dem Gedankenkonstrukt Was wäre wenn? Und zwar hat er den Protagonisten Archibald Ferguson in verschiedene Möglichkeiten hineingeschrieben, was würde passieren, wenn er sich für Weg A oder Weg B entschieden hat und so quasi Parallelgeschichten aufbaut, was ich unheimlich toll fand, dieses Buch, weil es so viele Möglichkeiten bietet und sich beim Lesen dann nicht fragt, was wäre denn passiert, wenn er jetzt den und den Weg gegangen wäre, weil in dem einen oder anderen Fall ist es tatsächlich so, dass er dann den Weg zum Beispiel auch gehen würde. Es ist natürlich eine ganz schöne Herausforderung, weil man begegnet hier vier Archibalds, die vom Grund auf sehr, sehr verschieden sind und die leben auch in verschiedenen Teilen auch sehr, sehr gleich sind, aber dann doch ihre Unterschiedlichkeiten haben und man muss diese tatsächlich auseinanderhalten können. Es gibt diverse Strategien, dieses Buch zu lesen, und zwar, dass man die Kapitel sind immer so aufgebaut, dass man immer den ersten Ferguson lest, Archibald lest, dann den zweiten, dann den dritten und den vierten. Und dass man das so splittet und erst den ersten liest und dann den zweiten. Oder man liest sie halt immer gleichzeitig parallel. Da muss, glaube ich, jeder so seinen Weg finden mit dem Buch. Aber ich kann euch das trotzdem nur empfehlen. Dieses Buch für mich war es wirklich ein absolutes Lesevergnügen. Und ich freue mich schon sehr, das Buch nochmal lesen zu können. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen, weil dazu muss man tatsächlich bereit sein, nochmal die Hürde auf sich zu nehmen. Aber ich kann euch dieses Buch wirklich nur ans Herz legen, mal hereinzuschauen und die 1260 Seiten absolut zu genießen. Die zehnte Frage. Gibt es ein Buch, das du einfach besitzen musstest? Ja, das gab es tatsächlich wirklich. Und ich habe es einmal in der Vorschau gesehen für den Verlag und dann tatsächlich nochmal auf der Buchmesse selbst. Und da konnte ich dann tatsächlich nicht mehr widerstehen und muss es einfach mitnehmen. Und zwar handelt es sich um Astrid Lindgren, ihre fantastische Geschichte von der Autorin Agnes Margaret Pyrmont, wenn man das so ausspricht, und Lisa Asiato aus dem Wow Books Verlag. Dieses Buch
musste bei mir einfach einziehen aus zweierlei Gründen. Zum einen handelt es sich um Astrid Lindgren. Ich finde diese Frau so faszinierend und sie ist für mich auch ein absolutes Vorbild in ihrem Tun und in ihrem Schreiben und auch zum Teil auch das, was sie denkt und was sie gesagt hat. Und zum anderen musste dieses Buch einfach mit, weil es Lisa Asiato illustriert hat. Und das ist eine meiner liebsten Illustratorinnen, die ich bisher entdeckt habe. Und ich kann mich an ihren Illustrationen einfach nicht satt sehen. Hier in Astrid Lindgren, ihre fantastische Geschichte wird für Kinder Astrid Lindgren einfach vorgestellt, was sie getan hat, was sie für Geschichten geschrieben hat. Und natürlich ja, mit wunderbaren Illustrationen bestickt dieses Buch. Und ja, das Buch musste einfach bei mir einziehen und ich habe das wirklich sehr, sehr gern. Und war froh, dass ich das jetzt für den Tag mal wieder herausholen konnte und mal wieder hineinblättern konnte. Ja, dafür war der Tag definitiv schon mal sehr, sehr gut. Aber ich kann euch das Buch nur empfehlen, wenn ihr mal ja oder einen Einstieg in Astrid Lindgrens Leben haben wollt und dazu noch wunderbare Illustration haben wollt. Ich kann euch das Buch wirklich auch nur empfehlen und ja, meine Sammlung von Astrid Lindgren Büchern hat es dadurch noch ein bisschen erweitert. Die 11. Frage. Möchte von mir wissen, gibt es ein Buch, das du nur mit Mühe beenden konntest, weil du dich weigerst, es abzubrechen? Also aktuell gibt es tatsächlich ein Buch, was genau auf diese Frage passt, weil ich möchte es nicht abbrechen, da weigere ich mich tatsächlich sehr. Aber ich habe jetzt noch ungefähr 20 Seiten und ich greife einfach nicht nach diesem Buch. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich vermute daran, dass ich für eine Seite wirklich ewig brauche. Ich weiß nicht, warum ich für eine Seite so ewig lang lese. Ich hatte das Gefühl, ich brauche für 10 Seiten, die ich lese, eine Stunde für dieses Buch. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist nicht schwer zu verstehen, es ist nicht schwer geschrieben, es hat eine wunderbare Geschichte, mir gefällt es eigentlich sehr, sehr gut, aber dieses langsame Lesen sorgt dafür, dass ich tatsächlich nicht danach greife. Und im Endeffekt sind es nur noch 20 Seiten, die ich zu lesen habe. Also dieses Buch hat ungefähr 245 Seiten und ich bin bei 216 ungefähr, also roundabout 20 Seiten. Aber irgendwie greife ich nicht dazu. Und zwar handelt es sich um Die Mäuse und der Übermut von Hay Pelson, wenn man das so ausspricht. Dieses Buch wurde von dem Autoren selbst verlegt. Und der Autor hatte mich auch gefragt, ob ich gerne dieses Buch lesen möchte und vorstellen möchte. Das wollte ich sehr gerne, weil es sich auch um einen Dresdner Autoren handelt. Und da war ich sowieso nochmal neugierig, weil es gibt doch nichts Schöneres, als Autoren zu unterstützen, die in der eigenen Stadt leben und schreiben quasi. Und da war ich sehr, sehr neugierig und habe das Buch dann auch angefangen zu lesen. Aber ich mühe mich da wirklich durch. Also nicht, weil es, wie gesagt, schwer ist oder schlecht ist, sondern einfach, weil ich für jede Seite oder für jede 10 Seiten wirklich sehr, sehr lange brauche und ich weiß nicht, woran es liegt. Und deswegen weigere ich mich auch einfach, dieses Buch abzubrechen. Und schließlich sind es ja nur noch 20 Seiten ungefähr. Und ja, um was geht es denn in Die Mäuse und der Übermut? Und zwar verfolgen wir hier eine Gruppe von Jugendlichen, würde ich nicht sagen, aber jungen Menschen, die in einer Stadt leben, wo der Wohnraum immer knapper wird, beziehungsweise die reiche Oberschicht, die Mittelschicht bzw. die Unterschicht sehr, sehr stark unterdrückt, indem sie einfach Wohnraum verknappt und die Unterschicht vertreibt bzw. auch andere Unterdrückungsmaßnahmen durchführt. Und diese Gruppe von jungen Menschen versucht sich dahingehend zu wehren und eine Lösung für dieses Problem zu finden. An sich ein wunderbares Buch und ein wunderschöner Gedanke, der hier verarbeitet wird, gefällt mir wirklich sehr gut. Und mein abschließendes Urteil kann ich natürlich erst bilden, wenn ich die letzten 20 Seiten gelesen habe. Und ich hoffe, ich schaffe das bald. Denn dieser Zustand, dieses Weigern, dieses Buch abzubrechen, aber auch irgendwie nicht weiterlesen zu lesen, macht mich ein ganz klein wenig kirre und sorgt ein bisschen so für ein Unwohlsein. Aber es geht mein Bestes, dieses Buch zu beenden. Die 12. Frage. Möchte von mir wissen, hast du schon einmal das Glück gehabt, jemanden zum Lesen, zum Animieren?
Also ich hoffe natürlich sehr, dass ich durch meinen Kanal und meinen Videos hier den einen oder anderen schon mal zu einem Buch gebracht habe, was er dann gelesen hat und wo er seine Freude gehabt hat. Das würde ich mir natürlich sehr, sehr wünschen. Und jetzt so im richtigen Leben, sage ich mal, ich glaube, dass ich meine Moody ab und an mal anstecken kann, mit einem Buch zu lesen, was ich ihr empfehle, wo ich sage, hey, hier, liest das mal. Das liest sie dann meistens auch. Und ansonsten, ja, ich bin jetzt aber auch nicht so der Mensch, der sagt, jetzt liest das Buch mal, jetzt schau dir das mal an und hast es schon gelesen. Ich bin da, glaube ich, nicht penetrant genug, dass ich da jemanden tatsächlich so aus dem mir nichts, dir nichts bringen könnte, dass er ein Buch lesen würde, vor allen Dingen Nichtleser. Und was natürlich sein könnte, dass ich so Freunde schon mal animiert habe, ein Buch zu lesen oder sich ein Buch näher anzuschauen, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ja, jetzt direkt so, wo ich sagen könnte, dann hat er meistens das Buch schon im Blick gehabt oder so, aber so aus dem Nichts jemanden gebracht habe ich natürlich nicht. Ich hoffe aber, wie ich schon sagte, dass ich euch natürlich immer wieder sehr gerne zu einem Buch animieren kann, das zu lesen und danach zu greifen. Das würde ich mir natürlich sehr wünschen. Das waren nun die 12 Fragen für den Buch Suchttag, die ich euch sehr gerne beantwortet habe. Und ich finde es immer wieder schön, so an den Randthemen vom ja, Büchern-Thema bzw. auch dem Lesenthema, ja, sich Gedanken zu machen und entsprechende Fragen zu beantworten. Ja, ist immer sehr, ja, auch ist immer gut geeignet, um sich auch selbst nochmal zu reflektieren, passt immer ganz gut und auch nochmal, ja, so Gedanken so in diese Richtung zu lenken, finde ich immer ganz schön. Schaut auch gerne nochmal bei Fabienne und ihrem Kanal Japan Connect vorbei. Sie stellt da vorrangig japanische Literatur vorbei. Also wenn ihr da Inspiration sucht, dann ist sie, glaube ich, eine sehr, sehr gute Ansprechpartnerin. Ihren Kanal verlinke ich euch natürlich sehr, sehr gerne unten in der Infobox. Ansonsten würde mich zum Abschluss noch interessieren, was ist denn euer dickstes Buch, was ihr gelesen habt und noch in euren Bücherregal steht. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Habt schöne Lesestunden. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss. Habt schöne Lesestunden. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss. Oh, ich habe jemanden vergessen zu taggen, nicht wahr? Ich blende euch die ein, die ich taggen möchte, hier nochmal ein. Und vielleicht machen ja die Menschen. Ich habe vergessen zu taggen. Und die ich taggen möchte, die blende ich euch gerne nochmal hier ein. Und dann hoffen wir, dass die auch den Tag mitmachen. Die lieben Kollegen. Die sagt man nicht, ne? Nochmal. Ich habe vergessen zu sagen, wen ich gerne taggen möchte. Und wen ich gerne taggen möchte, das blende ich jetzt hier nochmal ein. Und ich hoffe, dass die Getaggten von mir sehr gerne mitmachen und noch gar nicht getaggt wurden für diesen Tag. Und ja, jetzt wünsche ich euch aber einen schönen Tag noch, schöne Lesestunden. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.